Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur Expedition zur Sunbeam, die höchstwahrscheinlich abstürzen wird. Mit Sicherheit. So, das Kupfererz ist ja gut, das ist die Verarsche, ne? Ja. Wir schwimmen einfach mal hin, gucken, was passiert, ne? Und dann schauen wir mal. Also, ich denke mal, der Weg dahin wird nicht so spannend sein, deswegen sehen wir uns einfach gleich. Was ist denn das? Ich frage mich, was passiert, wenn wir wirklich abgeholt werden, aber den Termin halt alternativ verpassen. Zieh mal einer ein. Ich glaube, uns besteht eine Herausforderung bevor. Himmelsrochen. Sind das so eine Art Möwen? Aber ich kann sie nicht herziehen. Schade. Ach, die kleinen Kackbratzen schon wieder. UFO? Ich hoffe, du bist so ein Manta. Ach, und das habe ich von da hinten aus nicht gesehen, oder was? Willst du mir das ernsthaft weiß machen? Das ist hier voll laggy. Haben die uns vielleicht abgeschossen? Hä? Wo ist denn der Eingang? Und wieso habe ich so eine violette Tafel bekommen? Ich sehe hier keinen Eingang. Schöner Bauchplatscher. Oh, vielleicht aus dem Wasser heraus rein. Habe ich es nicht aufgesammelt? Nö. Na, tschüss. Was soll's? Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Was haben wir denn hier, ey? Da geht's noch weiter. Oh, scheiße. Oh, bitte nicht. Oh, mach den Scheiß nicht, Junge. Magnetit so ein Ende. Und ein Eingang. Zieh dich! Okay, jetzt weiß ich, wo ich das Ding einsetzen soll, aber wir gehen zuerst da hinten rein. 30 Minuten. Uralte Technologie. Erfolg freigeschaltet. Fremdartiges Gewehr. Eine Alienwaffe. Boom. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh, ich freue mich. Oh, es wird richtig toll. Ich hoffe, dass ich den Speicherstand laden kann, falls ich doch gerettet werde, dass wir weiterspielen können. Noch eine violette Tafel.
wird Zeit für die richtig fette Technologie, Leute. Oh ja. Krieg ich noch mehr? Okay. Darf ich einsetzen? Müssen wir jetzt verhindern, dass die abstürzen? Ich gehe nochmal zurück. Ich öffne nochmal die andere Tür. Oh, da ist noch was drin. Wahrscheinlich Energie, ne? Welten vernichten. Oh. Ich weiß, was wir abwerfen werden mit unserer Rakete. Okay. Okay. Ich sehe, was das Spiel von mir will. Ich kann eins oder eins zusammenrechnen. Die wollen, dass wir die Welt vernichten. Ich werde das auch tun. Weil das Spiel sagt, ich soll. Also mache ich. So, da war noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob wir das in einer halben Stunde schaffen. Ich versuche mich schon zu beeilen. Nämlich, wenn ich hier dreimal hin und her laufe. Wir haben eh zwei violette Tafeln, von daher. Zack. Ein Antigraf. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Noch mehr Daten. Unknown language. Attempting translation. Schema der Verstärkungsplattform. Oh, die wollen, dass ich mich entscheide, oder was? Die Welt zu zerstören oder die Rakete. Aber, da ich weiß, dass die Zeitkapsel abgeworfen wird. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Noch mehr Daten. Unknown language. Attempting translation. Nicht, dass ich hier was verpasse. Wollen die anderen Stockwerke gucken, das? Glaube ich, ein Texturfehler, ja? Netter Texturfehler. Hab ich gesehen? Ich sehe alles. Nichts verpasse ich. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Und die Tür habe ich nicht gesehen. Okay. Aber jetzt können wir höchstwahrscheinlich so ein Ding auch herstellen, ne? Neptun-Versorgungsturm. Da, ja, tatsächlich. Zwei Diamanten, aber ich brauche so lange nach Hause. Ja gut, falls wir mehrere Einrichtungen noch finden, kann man die mal bauen, ne? Na gut, aber eine Tafel haben wir ja noch. Wir müssen sie nur richtig einsetzen. Ich hoffe, ich komme auch wieder runter. Wäre ein bisschen schlecht, wenn ich. Will ich nochmal außen rum. Stell dir vor, ich wäre von der anderen Seite gekommen. Weißt du, dann wüssten wir nicht, was das ist. Ich springe ja nicht runter irgendwo. Weiter. Ich glaube, wir sind ziemlich Endgame, ne? Nehme ich mal stark an. Und dabei haben wir den Zyklopen noch nicht gebaut. Naja. Hier war irgendwo noch eine Tür, ne?
Ist das ein Portal? Das könnte ein Portal sein. Fremder Bogen. Na gut, wenn wir noch Zeit haben, lesen wir. Aber ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Ich glaube nicht, dass die uns abholen. Ich glaube, die stürzen ab. Bin ich mir fast schon sicher. Und ja, ich weiß, dass momentan Below Zero rausgekommen ist, was natürlich auch zu meinem Namen passen würde. Allerdings, wieso ist hier kein Strom mehr? Ich habe doch hier gar nichts reingetan. Achso, da war ein Kraftfeld. Ah, also unten. Aber ich werde es erst spielen, wenn es weiter vorangeschritten ist. Noch ist es ja Early, Early Access. Vielleicht werde ich mal reingucken, mal gucken. Ja, schießen wir mal die Scheiße ab. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Er verarscht mich jetzt, oder? Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Er verarscht mich doch jetzt. Wieso infiziert er mich? Was hat es denn für einen Sinn, hierher zu gehen, um sich infizieren zu lassen? Gut, die Waffe. Oh mein Gott, das ist die Waffe, die alle abschießt. Und ich bin infiziert. Er hat mich getestet. Die Welt ist unter Quarantäne. Niemand darf sie betreten. Deswegen werden die Flugzeuge abgeschossen. Oh! Sie hätten uns retten können, wenn wir nicht infiziert wären. Er hat mich getestet. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab's vergessen. Ah, ich hab die Infizierung vergessen. Ja gut, passiert. Wir haben hier aber noch einen Torbogen. Also ich denke, das wird da noch auf jeden Fall Optionen geben. Rauszukommen. Und das ist eine davon. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte jetzt ist, ne? Den Erfolg bekomme ich nicht. Das ärgert mich schon ein bisschen. Dass ich mir das Sunbeam abhauen kann. Komische Geräusche. Ja, ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Ne, ich werde jetzt nicht einmal rumschwimmen. Ich werde jetzt hier direkt hochgehen. Ich habe nur eine lila Tafel gebraucht, deswegen Knochenhai-Ei entdeckt. Dann müssen wir vielleicht doch noch die Rakete benutzen. Es sei denn, wir schaffen es in 20 Minuten, die Infektion loszuwerden. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt erstmal noch lesen. Und lesen dauert so seine Zeit, ne? Ja. Da hinten war ja nichts mehr, ne? Da, nur die eine Nachricht. Ja, wir werden jetzt bestimmt 10 Minuten lang lesen noch. Dann ist die Folge vorbei. Aber unten ist ja noch mehr Plattform. Oh, ist doof gelaufen, ne? Was soll ich sagen? Ist richtig doof gelaufen. Na gut.
Gehen wir nochmal kurz hier hoch und dann lesen wir hier oben. Oder gibt es hier noch was zu entdecken? Oh, hier führt noch ein Weg hoch. Wo gehen wir erstmal den Weg entlang? Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Guck mal, da ist das brennende Schiff. Extra dramatisch. Ihr könnt mich mal. So sieht's aus. Oh, hallo. Habe ich mein Licht dabei? Ja. Ein Diamant hier oben, ja? Nee, ist klar. Zieh dich, Junge! Meine Güte. Da geht's auch noch lang. Ach du Scheiße. Oh. Können gar nicht lesen. Man merkt, es wird langsam spät. Heiliger Strohsack! Durchs Loch! Hab ich's durchgeschafft? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Torbogen. Okay. Ich bin extrem weit weg. Zur Hölle haben die mich hingeschickt. Ich kann nicht mal lesen. Es gibt keinen Ausweg. Hier gibt es nichts. Ich bin einfach irgendwo gelandet. Ah, doch, da. Bin ich jetzt auf der Insel? Auf der einen? Gab es hier einen Geheimgang? Tatsache. Ja, wenn ich hier jetzt runterspringe, schaffe ich es auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig dahin. Krass, auf der Insel war einfach mal was versteckt. Ja, jetzt bin ich hier hinten auf der einen Insel. Ja. Tat die Sache. Crazy shit. Ja, wer soll sowas auch finden können, ne? Aber gut zu wissen. Na gut, porten wir uns zurück und durchsuchen weiter da die Gegend. Gucken, wo wir noch landen. Ich muss auf jeden Fall diese Ionenwürfel dann von zu Hause wahrscheinlich mitnehmen. Aber hier gibt's sonst nichts, ne? Keine Tierchen, kein gar nichts. Ja. Hier geht's noch irgendwie runter. Das ist so verzwickt hier. Ach du Scheiße. Das kann ich gebrauchen. Oh, das ist der Himmel. Lithium ohne Ende. Ist das geil. Ich höre dich, Kleiner. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber ich höre dich. Was auch immer du planst.
Lass es. Okay, wir müssen auf jeden Fall bald unsere Fracht abladen. Was ist denn hier los? So viel Lithium. So viel Gedöns. Nicht voll, so gut wie. Sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Platz lassen. Wo geht das hier alles hin, sag mal? Hier ist nochmal ein Texturfehler gewesen. Muss doch irgendwo noch ein Portal sein. Das mich irgendwo, keine Ahnung, wohin schickt. Oder es sind echt diese zwei Inseln, die zusammen verbunden sind. Ach, zieh mal einer, guck. Oh. Diese kleine Dinger. Ist da noch einer gewesen? Hä? Nee, sah aus, als wäre hier noch eine Tafel. Hallo. Hau ab. 12 Minuten bis zur Ankunft. Oh, ich bin hier immer noch am Erforschen. Wie bitte? Achso, das ist die Rakete, die ich baue, ne? Oh, ich dachte schon, ich bin auf der falschen Insel. Oh mein Gott. Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich bin auf der falschen Insel. Das ist nur ein Vogel. Ich dachte, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich meine, zur Not kann ich ins Wasser springen und wieder reinkommen, wo ich möchte. Aber es ist cool, dass ich hier Lithium ohne Ende finde. Ich denke, damit sind wir auch erstmal befriedigt für ein paar Tage. Wenn ich wieder was brauche, kann ich hier wieder herkommen. Na gut, gehen wir Richtung Ausgang. Ich glaube nicht, dass ich hier großartig noch ein Portal finde. Vielleicht auf der Spitze des Berges nochmal. Aber ansonsten... Gehen wir nochmal höher. Seek fluid intake. Okay, auf der Spitze ist schon mal gar nichts. Und da unten müssen wir hin. Wie komme ich jetzt runter? Wie wär's mit Laufen? Ja gut, Freunde und Freundines. Oh. Nett. Ich würde ja glatt behaupten, das war's. Gehen wir nochmal hier kurz runter, weil hier ist noch so ein Fangarm. Aber ich glaube, hier waren wir halt, ne? Ja, das ist halt der Rückweg. Ich glaube nicht, dass es hier noch großartig auf der Insel was gibt. Es sei denn, es gibt was und ich übersehe es. Aber es ist halt... Oh. Ich fürchte, es gibt hier noch was. Okay, aber die letzten Minuten, die sparen wir uns für die nächste Folge auf, wenn es spannend wird. Wenn die Rakete runterkracht. Wahrscheinlich steht da einfach nur, ich muss irgendwas essen und dann war es das mit der Krankheit und dann sind sie alle frei und alle sind glücklich. Aber ich hatte keine Zeit zu lesen. Weil es einfach zu viel zu entdecken gibt. Ich habe Angst, dass ich sonst das verpasse. Gibt es hier vielleicht ein Ei oder irgendwas?
Na gut, Freunde, haut rein, euer Zero. Tschüss.